أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Brüder, wir sind zum achten Heilmittel gekommen von unserer Reihe. Thema von heute Abend ist das Jenseits. Überschrift ist ein Seelenführer für die Kranken, achtes Heilmittel, Untertitel das Jenseits. Wir werden heute Abend erfahren, warum es wichtig ist, über das Jenseits Bescheid zu wissen, warum es wichtig ist, in unserer Jugend vor allem, ja, in der wir uns gerade befinden, uns Zeit nehmen für den Islam, für Allah Jalla Jalalu, für das Jenseits, für Ahiret. Aber vorher beginnen wir inshallah mit einer kleinen Einführung, aufbauend bis dahin, dass wir am Ende des Vortrags inshallah besser verstehen und begreifen, was überhaupt das Jenseits bedeutet und warum es so wichtig ist in unserem Leben, dass als Muslime wirklich im Alltag darüber zu sprechen, Bewusstsein zu haben, dass es nach diesem Leben ein weiteres Leben gibt, das werden wir heute Abend inshallah erfahren. Vorher, es fängt jetzt an, kälter zu werden draußen, richtig? Wir sind so richtig im Winter angekommen, nächste Woche wird es wahrscheinlich schneien. Also was machen wir alle? Wir machen Vorkehrungen. Winter ist da, Kälte ist da, ich habe angefangen, meinen Wollkragen anzuziehen. Ja. Thermowäsche ziehen wir jetzt mittlerweile an. Und dann gab es bei uns diese Woche zu Hause, mit Osman Abi haben wir auch darüber uns unterhalten, gerade im Auto. Ich habe angefangen jetzt eine Vorkehrung zu machen für mich und meine Familie, um unser Immunsystem vielleicht auf Vordermann zu bringen. Wir haben einen Ingwer-Shot gemacht, ja, zu Hause. Ja. Mein Sohn möchte es nicht gerne trinken, aber ich als Vater gehe und zwinge ihn förmlich, das zu trinken, damit sein Immunsystem gestärkt wird. Osman Abi macht das mit Honig, hat er gerade erzählt, wie er das macht. Und jeder irgendwie auf seine eigene Art und Weise macht irgendwelche Vorkehrungen im Winter. Der zieht sich warm an, sagt, jeder Abi hat eine Mütze, richtig, damit die Ohren nicht frieren. So ist das, Abi. Ich habe jetzt gerade zwei Socken an, damit meine Füße nicht kalt werden. Jeder auf seine eigene Art und Weise nimmt seine Vorkehrungen vor. So ist das, Abi. Warum spreche ich aber überhaupt über Winter, über die Vorkehrungen? Ich spreche darüber, vor allem unterstreiche ich das Wort Vorkehrung, deswegen, weil eines Tages wird auch unser eigener Winter vor der Tür stehen. Ja? Winter von uns. Winter bedeutet, dass es schnell dunkel wird, richtig? Man kann den Tag gar nicht so richtig genießen. Vor allem für die Langschläfer, die, weiß ich nicht, wenn die aufstehen, sind sie vielleicht zwei Stunden wach und dann ist schon wieder dunkel. Den einen oder anderen gibt es wahrscheinlich, der das mal so die Erfahrung gemacht hat. Abilet, liebe Brüder, die Winterzeit ist symbolhaft für uns heute Abend als Zeiten von Krankheit, Sorge, Kummer und Leid da. Jeden von uns wird dieser Tag treffen. Den einen früher, den anderen später, aber jeder wird mal eine Phase in sein Leben durchmachen, wo es dunkel ist, wo es Winter ist. Aber diese Phase im Leben falsch zu deuten, ist gefährlich. Wir werden heute Abend auch erfahren, wie wichtig es ist, diese Zeit von Winter eigentlich richtig zu deuten. Könnte denn einer hier in den Räumlichkeiten sagen, dass Winter an sich schlecht ist? Nein. Hier und da haben wir wahrscheinlich von der Schule, von einigen Dokus aufgeschnappt, dass Winter auch gut ist für die Natur. Ja? Bakterien sterben ab. Ja? Subhanallah, neues Leben kommt danach erst richtig zur Geltung im Frühling. Also Winter braucht man, subhanallah. Winter braucht auch der Mensch. Diese Zeit der Dunkelheit, ja, braucht auch der Mensch. Aber die Frage ist doch hier, liebe Brüder, wenn wir dünjawi gesehen, weltlich betrachtet, für den Winter Vorkehrungen nehmen, ja,
dass uns nicht kalt wird, dass wir nicht krank werden. Wir passen auf unser Immunsystem auf. Was machen wir, wenn uns Uhrevi gesehen, ja eine Batini, innerlich betrachtet, in unserer eigenen Welt der Winter auftaucht? Was machen wir dann, liebe Brüder? Und hierzu, liebe Brüder, müssen wir einmal hinhören, was Allah Jalla Jalalu im Koran sagt. O ihr, die ihr glaubt, trefft alle eure Vorsichtsmaßnahmen. Allah Jalla Jalalu erwartet das von uns, dass wir alle unsere Vorsichtsmaßnahmen zutage bringen. In einem Hadith wird gesagt, Vorsichtsmaßnahmen, Vorkehrungen nehmen ist das halbe Leben. Also wir sehen, und es gibt viele weitere Ayats und Hadithe, die diese Vorkehrung überhaupt zur Geltung bringen oder auch verdeutlichen, dass man es in seinem Leben umsetzen muss. Also Vorkehrungen nehmen, bevor irgendetwas passiert, ja, dass man safe ist. Ja. Beispielsweise weltlich gesehen, wenn wir ein Bewerbungsgespräch haben, liebe Brüder, wir machen Vorkehrungen, richtig? Wir informieren uns über diese Firma, ja, weil es könnte sein, dass im Bewerbungsgespräch gefragt wird, ja, seit wann gibt es unsere Firma und so weiter. Du willst natürlich nicht bloßstehen, du willst dich nicht blamieren und so weiter. Richtig? Du machst Vorkehrungen. Du gehst zum Friseur, du ziehst dich schick an, ein Hemd, vielleicht einen Sakko. Richtig? Du machst Vorkehrungen. Weltlich gesehen. Weltlich gesehen, in Bezug auf Klausuren, gibt es auch Vorkehrungen. Richtig? Du tust lernen. Ja? Dann triffst du dich vielleicht mit deinen Klassenkameraden in der Bibliothek, damit es besser geht. Du schottest dich ab von deinen Freunden. Mustab ist so einer. Ist Mustab hier? Dann hörst du von ihnen 14 Tage nichts. Aber jetzt ist vorbei. Oder 3 Wochen, 1 Monat hörst du von Mustab nichts. Was macht er? Klausurvorbereitung. Aber, Alhamdulillah, am Ende des Tages profitiert er davon. Oder nicht? Das ist die Vorkehrung für eine Klausur. Es gibt auch Vorkehrungen in der Wahl beim Ehepartner. Richtig? Und dann gibt es auch Vorkehrungen beim Kauf von einem Auto, liebe Brüder. Also weltlich gesehen sehen wir die ganze Zeit, wir machen Vorkehrungen, wir nehmen Vorkehrungen. Ja. Vor allem, wenn du ein Auto kaufen willst, du rufst jeden Bruder an, den du kennst, der Ahnung hat von Auto. Wenn ich das mache, rufe ich Fatih an, Fatih Korkmaz, dann Fatih Demirbaş, ja, Tarek, wenn ich Handy kaufe oder irgendwie, ich habe keine Ahnung, wenn ich Apple hole, dann rufe ich Osman Abi an. Ja, eine Vorkehrung, damit ich bloß keinen Fehlkauf mache. Ja? Ich nehme Vorkehrungen an. Das macht jeder von uns, liebe Brüder. Und jeder wird das bestätigen. Als du hierher kamst und gesehen hast, draußen regnet es oder draußen ist kalt, hast du dir deine Winterjacke rausgeholt. Du hast wieder Vorkehrungen genommen. Und dies machst du die ganze Zeit. Dein Leben lang machst du das. Subhanallah. Und jetzt die Frage in den Raum. Wer nimmt sich die Zeit für die Vorkehrung des Jenseits? Wohingegen doch die Welt und weltliche Sachen vielleicht nur 30, 40, 50, 60, wenn es hochkommt, okay, 80 Jahre lang sein wird. Ja. Wir werden vielleicht höchstens 80 oder 90, hatte, komm. Ja. Und dann ist es vorbei. Da wartet das Jenseits auf uns. Und das ist die Ewigkeit. Da gibt es kein Ende, Abi. Keine 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre. Die Ewigkeit. Welche Vorkehrung hast du hier im Diesseits für das Jenseits gemacht? Du bist doch so intelligent. Du bist doch so schlau. Ja? Du lässt dich doch nicht veräppeln beim Autokauf, beim Such von einem Ehepartner, Ehepartnerin. Oder nicht? Du bist schlau, du überlegst 2-3 Mal, bevor du irgendeine Entscheidung triffst. In Bezug auf Jenseits, nimm es auf die leichte Schulter, liebe Brüder. Wer nimmt sich die Zeit für Jenseits? Wisst ihr wer? Es gibt so 3 Menschengruppen, die sich die Zeit dafür nehmen. Die erste ist die Personen, die oft an den Tod denken. Denn der Gesandte Allah a.s. befiehlt den Muslimen, oft an den Tod zu denken. Richtig? Das ist die erste Gruppe. Jemand, der oft an den Tod denkt, spielt mit dem Gedanken, dass er
in jedem Moment eventuell sterben könnte. Richtig? Deswegen sind die Vorkehrungsmaßnahmen, bevor er stirbt, immer gesund und richtig. Oder zumindest auf einer Basis, die erlaubt ist, versucht er freundlich zu sein, ja, empathievoll zu sein, niemanden zu verärgern, niemanden zu kränken. Wenn er aus dem Haus geht, will er noch seinen Eltern und seiner Frau, seinen Kindern sagen, ich liebe dich. Es könnte ja sein, dass das letzte Mal ist. Oder nicht? Das sind Vorkehrungen für denjenigen, der oft an den Tod denkt. Die zweite Gruppe ist jemand, der sein Iman lebendig hält. Jemand, der sein Iman lebendig hält. Ja, der aktiv ist. Iman, der es hört. Iman, der es liest. Ja, immer wieder seinen Glauben versucht, irgendwie zu pushen. Ja, aktiv zu sein. Immer wieder über Iman hört, über Allah Jalla Jalalu hört, über Marifatullah hört. Wie lerne ich Allah kennen? Wie lerne ich Rasulullah alayhi salam kennen? Und so weiter, liebe Brüder. Und da gibt es noch eine Gruppe. Die Kranken. Die, die krank werden, fangen an, an den Tod zu denken, an das Jenseits zu denken, liebe Brüder. Zur ersten Gruppe gehören wir vielleicht nicht, ja, die oft an den Tod denken, weil unser Lifestyle irgendwie, ja, zeigt einen anderen Zustand. Hal, sagen wir im Türkischen. Vielleicht sind wir auch nicht die zweite Gruppe, die sich wirklich aktiv die Zeit nimmt, sein Iman zu stärken. Ja. Iman, Ders, hier ein Buch lesen, da Ibadet machen und so weiter. Wie sieht es aus mit der dritten Gruppe? Gibt es einen hier in den Raum, der noch nie krank geworden ist? Jeder ist krank geworden. Allah, Allah. Wir gehören zu der dritten Gruppe, die krank geworden ist, aktuell vielleicht gesund ist, aber wir wissen, von dieser Welt gehen die meisten Leute zur nächsten Welt mit einer Krankheit. Der eine ist gestorben an Krebs, ja, der eine an Lungenversagen, und so weiter. Wir können das aufzählen. Richtig? Irgendwie kommt die Krankheit und besucht uns irgendwann im Alter oder auch in der Jugend. Und eine Krankheit wird die Wesile dafür, dass wir diese Welt verlassen werden. Richtig? Und hier ist genau wichtig, aber die Krankheit richtig zu deuten. Zu der Deutung von der Krankheit kommen wir aber gleich. Zunächst einmal eine Frage, eine weitere Frage, damit das gleich Gelesene besser verstanden wird. Was passiert mit denen, der weltlich gesehen seine Vorkehrungen nicht einhält? Was passiert mit denjenigen, die weltlich gesehen seine Vorkehrungen nicht einnehmen? Zu unserem Beispiel gerade, Bewerbungsgespräch irgendwie verhauen, kein Job, ja, Klausur verhauen, keine guten Noten, keine Vorkehrungen beim Ehepartner oder Ehepartnerin gemacht, wahrscheinlich wirst du dich scheiden lassen, ja. Beim Kauf vom Auto keine gute Entscheidung gemacht, ja. Irgendwie nach 5 Kilometern macht Auto nicht mehr mit und ist vorbei. Also auch kein Auto. Also weltlich gesehen sehen wir, wenn man keine Vorkehrungen macht, ist richtig mies, Bruder. Im Jenseits, Abif, was passiert, liebe Brüder, mit denen, die keine Vorkehrungen nehmen, Uhrevi gesehen? Uhrevi kommt von Ahiret, Ahira, ja? Das Jenseits. Darüber sprechen wir heute Abend. Was passiert mit denjenigen, die Uhrevi gesehen keine Vorkehrungen hier in der Welt, also im Diesseits, vornehmen? Welche Vorkehrungen kann man denn machen? Wir gehen heute Abend auf unser Charakter ein. Charakterliche Vorkehrungen in Bezug auf Uhrevi. Wenn wir unser Charakter nicht verbessern, wenn wir nicht aufhören, unseren Charakter, die schlechten Eigenschaften von unserem Charakter uns zu trennen, was erwartet uns da? Weltlich gesehen, wenn du kein Auto hast oder auch dich scheiden lässt oder, weiß ich nicht, keinen Job hast, ist das nur vergänglich, ein vergänglicher Schmerz. Jeder hat mal die Erfahrung mit einer schlechten Note gemacht. Trauerst du heute noch darüber? Nein. Jeder vielleicht hat mal die Erfahrung gemacht, dass er mal einen Job gewechselt hat, vielleicht eine gewisse Zeit arbeitslos war. Und jetzt trauerst du heute nicht mehr darüber. Selbst derjenige, der mal sich geschieden hat, subhanallah, ist heute nicht mehr traurig darüber. Hat wahrscheinlich eine neue Ehefrau, weitere Kinder bekommen und so weiter. Ist es vergänglich? Schon im Diesseits vergehen diese Schmerzen in Bezug auf
Dünjewi-Sachen. Ja? Selbst wenn wir keine Vorkehrungen getroffen haben, sind diese Schmerzen nicht immer wieder da. Aber jenseits, Abel, jetzt hört mal hin, Abel, wenn wir nicht aufhören zu lästern, ja, was erwartet uns? Wenn wir keine Vorkehrungen charakterlich nehmen in Bezug auf Lästern, Gibet, ja, wenn wir nicht aufhören, was erwartet uns? Oder was für eine Bedrohung besteht? Und da schauen wir mal, was der Gesandte Allahs alayhi salatu salam sagt. Er alayhi salatu salam sagt, Gibet ist schlimmer als Zina. Das Lästern ist schlimmer als Zina. Zina ist, das, ist Ehebruch, subhanallah. Der uneheliche Akt, also uneheliche Geschlechtsverkehr, lieber Bruder. Gibet, subhanallah, ist schlimmer als Zina. Warum? Wird gefragt. Denn derjenige, der Zina macht, einen Ehebruch macht, ja, macht was? Kann was machen? Taube. Er kann sagen, Ya Rabbi ben Pishmanem. O Allah, ich bereue. Richtig? Und Allah vergibt ihn, wenn er nicht wieder zurückfällt. So wird es berichtet. Wie sieht es bei Gibet aus? Wenn du jetzt keine Töbe gemacht hast, oder selbst wenn du Töbe gemacht hast für Sina, aber immer noch einer warst, der lästert. Wie sieht es aus mit Gibet? Solange derjenige, dessen Recht du genommen hast, indem du über ihn gelästert hast, sein Recht nicht halal macht, also sein Hack nicht halal macht, wirst du enorm große Schwierigkeiten haben in Achiret. Du musst ihn zunächst einmal in Achiret finden. Und dann musst du in Achiret handeln. Ja. Und er kann sagen, nein, ich mache meinen Hack nicht halal. Wisst ihr, was dann passiert, liebe Brüder? Das schmerzt, aber wenn man das hört. Das tut weh. Ja. Aber das soll es ja auch ein bisschen. Das soll uns ja auch ein bisschen aufrütteln. Wisst ihr, was das bedeutet? Du musst büßen für deine Strafe in Achiret. Wo? Im Feuer, subhanallah. Ja? Bis das getilgt ist. Interessant oder nicht, Abelash? Wenn wir uns charakterlich nicht verbessern, uns nicht auf jenseits vorbereiten, keine Vorkehrungen nehmen, nicht erlernen, dass Lästern haram ist, eine Sünde ist, subhanallah, werden wir nicht aufhören damit. Warum? Weil wir keinen Bezug zum Jenseits haben. Wir sind Muslime, subhanallah, wie so betäubt sind wir, subhanallah. Wir haben schon so oft von Imamen in den Moscheen gehört, Ghibet etmein, lästert nicht und so weiter. Vielleicht für den einen oder anderen war es vielleicht, ach, Ghibet, war ja klar, dass er sowas aufzählt. Ja, aber wer wusste, dass das schlimmer als Zina ist? Abilash. Eine nächste Sache, subhanallah. Wenn du keine Vorkehrungen machst, charakterlich, und dein Hochmut von dir nicht wegkriegst, Kibir, ja, was bedeutet das für uns in Achiret? Wenn du keine Vorkehrungen machst, wenn du es nicht schaffst, dich aufzurappeln und Kibir überhaupt einmal erfährst, was bedeutet Kibir? Überheblichkeit, Hochmut. Welche Gefahren bringt es mit sich? Und wie schütze ich mich davor? Wenn du dies nicht machst, dann hör hin, Abilash. Hört hin, liebe Brüder. Hadith. Der Hochmütige, yani der Kibir hat, wird Allah Jalla Jalalu im Jenseits zornig vorfinden. Wer kann was machen, wenn Allah zornig ist, Abilash? Wer? Dein Vater, wenn er zornig ist, Abel, bringst du ein, zwei Tee, ja, und dann sein Keks, was er gerne mag, und dann machst du noch seine Lieblingsserie an oder seinen Fußball an, und dann ist sein Zorn vorüber. Wenn Allah Jalla Jalaluhu zornig ist und die Möglichkeit vorbei ist, Töbe zu machen, wir sprechen von Jenseits, wer bei Allah kann den Zorn von Allah rückgängig machen? Hadith, Allah Jalla Jalaluhu liebt nicht die Hochmütigen. Wir stolzieren hier vielleicht rum, ein Leben lang, 30, 40, 50, 60 Jahre lang rum. Ich liebe Allah, ich liebe Allah. Aber hast Hochmut in dir, Kibir in dir, Überheblichkeit in dir. Allah liebt dich nicht. Allah liebt keine Menschen, die Kibir haben, subhanallah.
Und wisst ihr, was noch interessanter ist? Ein Hadith, was wir vielleicht auswendig gelernt haben, aber wir erwähnen müssen. Der Gesandte Allahs a.s.w. sagt, wer eine Zerre ist etwas, was wir mit Augen nicht sehen und mit den Händen nicht fassen können. Abi. Kibir in sich hat, kommt nicht in Jannat, sagt der Gesandte Allahs a.s.w. Abi, hier muss anfangen, aber wir müssen darüber nachdenken, jetzt Vorkehrungen unglaublich schnell vorzunehmen. Der Winter ist schon lange da. Und es wird immer kälter und kälter, subhanallah. Wir werden nicht jünger, wir werden älter. Mit dem Alter kommt die Kälte, subhanallah. Also wir müssen diese Vorkehrungen jetzt beginnen. Warum erst warten, wenn wir 50 sind, 60 sind? Vielleicht gibt es dann die Gelegenheit gar nicht mehr. Durch eine Krankheit vielleicht, die dazu führt, dass du dich kaum mehr bewegen kannst. Wie auch immer, was auch immer. Die Vorkehrungen müssen jetzt getroffen werden. Die nächste Sache, und das ist auch die letzte Sache. Ja, die Liste könnte man mit den Krankheiten in uns viel mehr verlängern. Aber die letzte Sache in Bezug auf die Krankheiten, die uns befallen und die Vorkehrung benötigen, Neid, Hasad. Ein Hadith sagt, diejenigen, die neidisch sind, sind nicht von mir und ich bin nicht von ihnen. Allahu Akbar, ja. Und überleg mal jetzt mit einem anderen Szenario. Du läufst dein ganzes Leben hier herum, ja, bist als Muslim, ja, und sagst, ich liebe den Gesandten Allahs, ich gehöre zu ihm, ja, ich gehöre zu seiner Gemeinde, aber bist neidisch, dass der Bruder einen Mercedes fährt und du nicht. Dass der Bruder 100 Euro in der Tasche hat und du nicht. Dass der Bruder vielleicht ein Unternehmen gegründet hat und du nicht. Dass der Bruder vielleicht Haare auf dem Kopf hat und du nicht. Ja, so ist das. Was sagt der Gesandte Allahs a.s.? Sie sind nicht von mir und ich bin nicht von ihnen. Du gehörst gar nicht zu a.s. Das sind nicht meine Wörter, Abi. Wisst ihr ein weiterer Hadith? Der Gesandte Allahs a.s. sagt, Neid verbrennt alle guten Taten, wie Feuer Holz verbrennt. Allah, Allah. Wer neidisch ist und Amel macht und Taten hat und auf seine Taten vielleicht vertraut, Neid, Hasad, macht alle deine guten Taten zunichte. Dann stehst du als Müflis. Müflis ist derjenige, der Iflas gemacht hat, der ruiniert ist, ja, immateriell. Ja, Müflis, Iflas. Die türkischen Brüder können mit dem Wort Iflas etwas anfangen. Ja? Du bist theoretisch insolvenz gegangen, subhanallah. Ja? Immateriell gesehen, du hast nichts mehr. In Akhirat wird es Menschen geben, möge Allah uns davor bewahren, dass wir solche werden, liebe Brüder, die an jenseits vor der Rechenschaft einen Berg voll gute Taten sehen werden und sagen werden, boah, so viele gute Taten, Alhamdulillah, und Allah wird alle zunichte machen vor sein Auge. Warum? Weil er neidisch war. Weil er neidisch war. Und diesenjenigen betitelt man als Müflis, der Iflas gemacht hat. Ja? Er hat nichts mehr. Ja, subhanallah. Wisst ihr, was Neid noch bedeutet? Neid bedeutet, dass du innerlich vielleicht niemals zu Wort gebracht hast, aber innerlich sagen tust, Ja Rabbi, beim Verteilen von Autos, bist du kein guter Schöpfer, bist du kein guter Gott. Weil du hast ihm ein Auto gegeben und mir nicht. Ja Rabbi, beim Verteilen von Haaren bist du kein guter Gott. Hasha wa kelle. Neid bedeutet das. Neid bedeutet also, dass du dich mit Allah gleich machst oder dich besser siehst als Allah. Und das ist Schirk. Und Schirk ist Küfr. Subhanallah. Liebe Brüder, mal so betrachtet, diese Krankheiten. Und jetzt ist die Frage, mal wirklich Hand aufs Herz, liebe Brüder. Sind uns die Vorkehrungen für das Jenseits jetzt willkommen oder nicht? Noch einmal, sind uns die Vorkehrungen für das Jenseits jetzt willkommen oder nicht? Die wir vornehmen müssen. Auf jeden Fall oder nicht?
Wallah, ich möchte kein Müflis in Achiret sein. Ich möchte nicht jemanden sein, ich möchte nicht jemand werden, und ich denke, ihr auch nicht. Wo der Gesandte Allahs sagt, du bist nicht von mir. Allah muafaza, ja? Ich möchte nicht so einer sein. Und jetzt müssen wir schauen, jede Vorkehrung, die kommt, ist willkommen und herzlich willkommen. Denn, liebe Brüder, das Jenseits ist die Ewigkeit. Es gibt kein Ende. Und hier müssen wir schauen. Oft an den Tod denken, war eine Vorkehrung. Ist diese Vorkehrung jetzt herzlich willkommen oder nicht? Verdient sie jetzt Beachtung oder nicht? Liebe Brüder, verdient, oder? Aber wisst ihr, oft an den Tod denken geschieht oft durch Krankheit. Erst wenn du krank geworden bist, fängst du an den Tod zu denken. Wer war mal so richtig schlimm krank, Abi, so, wo er dachte, so, ich kratz ab? Hä? Wo ist Azmi? In Corona-Zeit hat er uns oft geschrieben, Abi, ich sterbe, mach Dua. Ich war auch so einer, natürlich zu Hause, nicht vor den Brüdern so. Ne? So. Vor allem, wenn wir Männer krank werden, ne? Ne, sagt unsere Mama, jetzt die Frau, Mann, was ist los? Eine Grippe und ihr denkt, ihr stirbt. Aber, subhanallah, wir denken sofort an den Tod. Ja? Was passiert mit meiner Frau? Was passiert mit meinen Kindern? Ja? Habe ich viel Amel gemacht? Ich wollte doch noch beten. Ich wollte doch noch zu Sohbet kommen. Und so weiter. Subhanallah. Oft an den Tod gedenken, kommt durch die Einladung Krankheit. Und was war noch die eine Sache, die wir erwähnt haben? Welche Personen oft, ja, beziehungsweise die Vorkehrung nehmen, diejenigen, die ihr Iman lebendig halten, aktiv halten. Und wenn wir das betrachten und analysieren, sehen wir auch ganz oft Menschen, die aktiv werden nach einer Krankheit oder nach einem Unheil, ja, Sorge oder Kummer. Fatih, du hattest einen Motorradunfall und plötzlich, Allahu Akbar, ne, war er mit uns im Gebet, in Jamaat, subhanallah. Und jeder auf seine eigene Art und Weise. Der eine hat vielleicht seinen Vater verloren, von dem anderen vielleicht sind die Eltern geschieden und irgendeine Sorge, Kummer, Krankheit hat dich dazu bewegt, zu glauben, Abi. Und diesen Glauben in dir zu aktivieren und aktiv daran zu arbeiten. Jetzt ist die Frage, ist Krankheit, Sorge, Leid und Kummer dann als Vorkehrung für das Jenseits, wenn es das Aktivieren tut, unser Iman, und an das Tod zu denken, herzlich willkommen oder nicht? Willkommen, oder? Liebe Brüder, um das zu verstehen, gehen wir inshallah rüber zu unserem Meister, ja, der uns schon seit einigen Jahren begleitet, und hören mal hin, was er zu uns sagt. Denn die Wörter von solchen Meistern sind alle Wörter von solchen Meistern sind segenvoller. Deswegen ist es wichtig, hinzuhören. Zuhören alleine reicht nicht. Achtes Heilmittel. O du Kranker, der du an das Jenseits denkst. Wenn du krank bist, Sorge hast, Leid oder Kummer hast, denkst du an das Jenseits? Ja. In deiner Phase, wo du gesund bist und bei dir läuft, Bruder, oh, wer denkt an den Tod? Wer denkt an das Jenseits? Wer denkt an Mahschir? Ja? An die Option Jannat oder Jahannam? Wer? Wenn es gut läuft. Aber wenn du mal krank geworden bist, ja, Sorge in dein Leben da ist, dann denkst du an das Jenseits. Die Krankheit, sagt der Gelehrte, aber auch Sorge, Leid und Kummer, ja, wäscht und reinigt wie eine Seife vom Schmutz der Sünde. Es steht aufgrund einer wahren Überlieferung fest, dass die Krankheit eine Buße für die Sünden sind. Außerdem in einem Hadith gesagt, so wie von einem Baum die reifen Früchte herunterfallen, wenn man ihn schüttelt, so fallen auch
von einem Gläubigen die Sünden ab, wenn er in seiner Krankheit vom Fieber geschüttelt wird. Allah, Allah. Sünden sind für das ewige Leben wie andauernde Krankheiten. Sünden sind für das ewige Leben wie andauernde Krankheiten. Sie sind außerdem in diesem irdischen Leben wie eine seelische Krankheit für das Herz, für das Gewissen, dein Geist. Wenn du geduldig bist und nicht klagst, rettest du dich durch diese vorübergehende Krankheit vor sehr vielen und langen andauernden Krankheiten. Liebe Brüder, wisst ihr, was wir hier eigentlich erfahren? Wenn unser Körper krank ist, wird unsere Seele gesund. Wenn man aber die Krankheit richtig deutet. Wenn du die Krankheit als Einladung für das Paradies richtig deuten kannst, dann kannst du mit der Krankheit auch richtig umgehen. Aber wenn wir anfangen mit der Krankheit, Sorge, Leid und Kummer, finanzielle Situation jetzt gerade, Bruder, bei dir, ja, wo es gerade mies läuft, ja, wo die Frau vielleicht zu Hause angefangen hat zu meckern, ja, ist jetzt gerade eine Phase in dein Leben, das richtig zu deuten. Warum lässt Allah mich das spüren? Deine Aufgabe als Muslim ist es, diese Nachricht von Allah richtig zu lesen, richtig zu deuten. Wenn wir die Krankheit aber falsch deuten, liebe Brüder, wisst ihr, was passieren kann am Ende des Tages? Iman gider abe. Allah muhafaza. Unser Iman kann von uns gehen, wenn wir die Krankheit falsch deuten. Wenn die Krankheit doch wirklich etwas ist, was die Sünden tilgt, ja, fallen lässt, benötigen wir nicht etwas in unserem Leben, was die Sünden von uns wegmacht? Auf dem Weg hierher haben wir vielleicht Sünden gemacht. Gestern Abend haben wir vielleicht eine Sünde gemacht. Ja? Der eine oder andere hat vielleicht eine uneheliche Beziehung, ja? Und schreibt vielleicht bis in die Nacht hinein. Und es ist Haram. Und du weißt das, Bruder. Benötigst du nicht eine Reinigung deiner Sünden? Benötigen wir keine Reinigung der Sünden, liebe Brüder? Benötigen wir, oder? Ist dann eine Krankheit nicht herzlich willkommen? Ist dann ein Fieber nicht herzlich willkommen, was dich schütteln lässt, subhanallah? Ist dann ein Leid, eine Sorge, ein Kummer nicht herzlich willkommen? Aber falls du ein Sündiger bist, ein Sünder bist, und das sind wir alle, ja? Aber falls du einer bist, darauf folgend auch noch eine Krankheit kommt und du diese auch noch falsch verstehst oder missverstehst und nicht richtig deutest, versinkst du tiefer und tiefer, subhanallah, in die Dunkelheit. Ein Bekannter sagte zu mir, ich glaube nicht an Allah. Wisst ihr warum? Weil seine Mutter an Krebs gestorben ist. Das Spiel ist verloren, Abia. Den einen oder anderen wird es erwischen, Abi. Den einen oder anderen Elternteil wird es erwischen, wegen Krankheit. Sie werden uns verlassen. Das ist die Realität, Abi. Das ist ja kein, weiß ich nicht, es ist die Realität. Es ist Fakt. Wir müssen uns vorbereiten, Abi. Und diese Vorbereitungen sind solche Unterrichte. Das ist unser achter Ders in Bezug auf die Krankheit. Wie wir die Krankheit richtig deuten sollen. Ist die Vorkehrung dieser Unterrichte jetzt notwendig oder nicht? Ist es jetzt notwendig, diese Unterrichte, sich noch einmal anzuhören oder nicht? Liebe Brüder, wichtig, oder? Das ist wesentlich, subhanallah. Weil wenn wir das nicht richtig deuten können, Iman geht bilir, ja? Unser Glaube kann gehen. Und wenn unser Glaube geht, bedeutet das die Ewigkeit im Feuer. Möge Allah Jalla Jalala uns davor bewahren. Des Weiteren sagt der Meister, wenn du nicht an die Sünde denkst oder nichts vom Jenseits weißt oder Allah nicht kennst, hast du so eine fürchterliche Krankheit millionenfach größer
als diese deine kleine Krankheit. Allah, Allah, ja. Und interessant. Ja, er sagt, wenn du nicht an deine Sünden denkst, und an die Sünden denken bedeutet was? Taube machen. Richtig? Wenn dir deine Sünde einfällt, als Muslim, der an Allah glaubt, sollte dich deine Sünde wohin bewegen? Nicht eine weitere Sünde zu machen, Bruder. Zur Taube sollte dich das bringen. Dass du sagst, ja Rabbi ben Pishmanem. Oder nicht, liebe Brüder? Des Weiteren sagt, und wenn du nichts vom Jenseits weißt, was für ein Mensch bist du, Abi? Du weißt nichts vom Jenseits. Ja. Es gibt zwei Szenarien. Entweder bist du ungläubig und du weißt nichts vom Jenseits. Ja. Oder du bist gläubig und du weißt nichts vom Jenseits, aufgrund dessen, dass du dich nie beschäftigt hast mit Achiret. Was erwartet dich da? Was kommt auf einen zu? Wenn wir eine Reise machen mit dem Auto in die Türkei, ja, was für Vorkehrungen nehmen wir, Abi? Wir fragen jeden, der mal in die Türkei gefahren ist mit dem Auto. Wir gehen zum TÜV. Ja, ein-, zweimal lassen wir unsere Räder kontrollieren, Ölstand kontrollieren und so weiter, liebe Brüder. Und dann gehen wir erst auf diese Reise. Wir befinden uns gerade in die Reise zu Achiret, zum Jenseits, liebe Brüder. Wisst ihr, wenn man nicht an Jenseits denkt, an das Jenseits denkt, wisst ihr, was für ein Mensch man wird? Empathielos. Warum sage ich empathielos? Weil man nicht an andere Menschen mehr denkt und an ihre, wenn man schon aufhört, an sich selbst zu denken, ja, geht man vielleicht noch davon aus, dass man vielleicht noch ein Mensch ist, der an andere Menschen denkt, zumindest. Ja. Aber wenn man an Jenseits nicht denkt, denkst du nicht mehr an dich und auch nicht mehr an andere Leute. Dir ist es völlig egal, ob einer betet oder nicht betet. Ja, ne, die ist überhaupt die Dawa, ja, die Hizmet von Rasuli Ekrem sallallahu alaihi wasallam, völlig egal. Der Gesandte Allahs alaihi wasallam hat gearbeitet für das Jenseits. Er selbst für sich, aber wir betrachten sein Leben und weit mehr für die Menschen, für die Menschheit. Richtig? Was sagte der Gesandte Allahs alaihi wasallam in Taif, wo er gesteinigt wurde, angespuckt wurde, geschlagen wurde? Was sagte der Gesandte Allahs alaihi wasallam, wo die Engel, wo Jibril alaihi wasallam auch gesagt hat, ja Rasulullah, Allah Jalla Jalala hat uns befohlen, auf deine Lippen zu achten. Wenn du sagst, mach Taif mit den Erdboden gleich, machen wir Taif mit den Erdboden gleich. Was sagte Rasulullah Ikram alaihi wasallam, derjenige, der wahrhaftig an das Jenseits glaubt? Er sagte, wüssten sie, würden sie das nicht machen. Wüssten sie was? Wüssten sie, dass es das Jenseits gibt? Wüssten sie, dass es Allah gibt, würden sie das nicht machen. Aber wenn wir an das Jenseits nicht denken, dann sind uns die Menschen egal. Dann sind auch unsere Fehltritte uns egal, liebe Brüder. Und bei Allah, wenn man nicht an das Jenseits denkt und dann noch rumstolziert als ich mache was für den Islam, was auch immer, ja, das ist alles nur wirklich eine Show, subhanallah. Du legst dich rein und andere Leute rein. Man kann nicht davon sprechen, die Dawa von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufrecht zu erhalten und dann noch ein Mensch zu werden, der sagt, mir sind andere Menschen egal. Mir ist egal, was mit ihr oder mit ihm passiert. Ein Mensch, ein Muslim macht das nicht. Ein Muslim muss weinen, wenn ein Bruder nicht betet, eine Schwester nicht betet. Ein Muslim muss weinen, wenn einer nicht fastet. Muss diese Sorge tragen im Herzen. Wenn er nicht für andere weint, dann soll er anfangen, für sich selbst zu weinen. Ja? Mit der Hoffnung, dass es irgendwann zu diesem Zustand kommt, dass er auch anfängt, für andere Leute zu weinen und Tränen zu vergießen und zu schwitzen, subhanallah, zu arbeiten für andere Menschen. Liebe Brüder. Und liebe Brüder, was sagt der Meister noch?
Und wenn man Allah nicht kennt, überleg mal, du lebst ein Leben lang als Muslim und du weißt nicht, welchen Namen Allah hat. Allah, Allah, ja. Wie heißt Allah? Wie betitelt er sich? Ja. Wir können kein Koran lesen. Subhanallah. Was sollen wir Allah sagen, Abiler, ja? Sind die Vorkehrungen, die man jetzt nehmen sollte, gerechtfertigt oder nicht? Sind die Vorkehrungen, ja, die Einladungen von Allah für das Jenseits jetzt berechtigt oder nicht? Subhanallah. Wie Leid, Kummer und Sorge und Krankheit. Weil erst wenn die kommen in unser Leben, werden wir zum Muslim. Subhanallah. Ist das nicht so? Sind diese Phasen in unserem Leben jetzt vernünftig zu deuten oder misszuverstehen? Wenn du diese richtig deutest, erkennst du deine Sünde, machst du Taube, bekommst Empathie für andere Menschen, lernst Allah Jalla Jalaluhu kennen und lernst das Jenseits kennen. Allah, Allah, ja. Ich kenne Brüder, die haben Koran angefangen zu lernen und zu lesen und gute Koranleser geworden, weil sie finanzielle Schwierigkeiten hatten, ja. War diese finanzielle Schwierigkeit in seinem Leben etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Aber das Optimum in seinem Leben war das, ja. Musibet kommt von Isabet. Musibet, Unheil, kommt von Isabet. Isabet, yani wirklich so auf die 12 getroffen. Wenn Allah ein Unheil schickt, kommt das von Isabet. Wenn Allah ein Unheil schickt, trifft er die 12, subhanallah. Genau für dich programmiert ist dieser Unheil. Für keinen anderen ist das bestimmt, dieser Unheil. Nur für dich extra. Und dieser Unheil dient dafür, dass du Allah kennenlernen sollst. Wahrhaftig, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagen solltest. Liebe Brüder. Aber ich denke, das sind Gedankengänge, die wir auf jeden Fall beachten sollten. Ihretwegen solltest du jammern. Du solltest nicht jammern wegen deiner Krankheit, ja? Wegen deinem Haarausfall, ja? Wegen deinem Schnupfen, deinem Fieber, wegen deiner finanziellen Lage. Du solltest nicht deswegen jammern. Weswegen solltest du jammern? Wenn du Allah nicht kennst, das Jenseits nicht kennst, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht kennst. Deswegen solltest du jammern und winseln und weinen. Hast du so eine fürchterliche ihrentwegen, verzeiht, ihrentwegen solltest du jammern, denn dein Herz, dein Geist und deine Seele steht in Beziehung zu allem irdischen Sein. Durch Trennung und Zerfall werden diese Beziehungen ständig zerschnitten und dir dadurch zahllose Wunden geschlagen. Besonders weil du nichts vom Jenseits weißt, stellst du dir den Tod als das ewige Nichts vor. Jetzt überleg mal, Abi. Was für ein grausames Bild das ist. Ein Mensch, der glaubt, nach dem Tod ist ein Nichts. Dunkelheit. Und er hat auch noch Familienangehörige schon verloren. Was für ein grausames Bild ist das bitte? Nach dem Tod ist ein Nichts. Dunkelheit. Dich erwartet nichts. Allah, Allah, ja. Das ist ein Horrorfilm, Abia. Dieser Mensch, der mit diesen Gedanken läuft, dass nach dem Tod nichts ist. Das ist grausam. Gruselig ist das aber. Oder nicht? Wie hingegen sieht das Leben aus für jemanden, der an das Jenseits glaubt? Der weiß, ich werde meine verstorbenen Verwandten, Liebsten nach dem Tod wiedersehen. Was für ein Licht ist das bitte? Ich darf vielleicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehen. Was für ein Licht ist das bitte? Ich darf und habe vielleicht eventuell die Möglichkeit, Jamalullah zu sehen, ja. Allah zu sehen, ja. Jalla jalaluhu, ja. Was für ein Licht ist das bitte? Wohingegen doch Dunkelheit in dem Leben herrscht für denjenigen, der nicht an das Jenseits glaubt. Verdient es jetzt,
das Jenseits kennengelernt zu werden oder nicht, liebe Brüder. Mühim, Elzem, es ist wichtig, ganz wichtig, liebe Brüder, dass wir diese Thematik lernen. Und es ist scheinbar so, als sei dein Wunder, also verletzter, kranker und zerschlagener Körper so groß wie die Welt. Es ist also zunächst einmal nötig, deine Ansichten zurechtzurücken und ein Heilmittel für deinen Glauben zu suchen. Eine sicher wirkende Medizin für die zahllosen Krankheiten dieses deines großen, mit zahllosen Wunden geschlagenen Seelenkörper und ein Gegengift, das dir sichere Genesung bringen wird, zu erlernen. Also, wir hören hieraus, der Meister sagt, es ist enorm wichtig, zunächst einmal womit zu beginnen? Mit dem Verständnis zum Islam. Mit der Grundbasis. Wer ist Allah? Wer ist Rasulullah? Es kommen Leute zu uns, die stellen Fragen. Ja, ist das haram? Ist das halal? Ja, darf ich einen Kredit ziehen? Darf ich mir ein Haus kaufen? Soll ich mir einen Baum kaufen? Und so weiter. Ja? Aber ja, betest du? Weißt du, wie Allah heißt? Beschäftige dich mit wesentlichen Sachen, Abia. Diese Sachen sind nicht unwichtig, ja. Aber zunächst einmal fängt man in der Klasse 1 an, ja, und nicht irgendwie in der 5. Klasse, liebe Brüder. Man muss von weit unten anfangen und lernen. Ein Fundament baut man nicht von oben, sondern von unten aufwärts. Fundament muss richtig sitzen. Also deswegen sagt der Gelehrte, deine Ansichten müssen erstmal zurechtgerückt werden. Wie glaubst du? Das muss erstmal zurechtgerückt werden, liebe Brüder. Und meine lieben Brüder, womit soll man anfangen? Oder wie soll man anfangen? Wo soll man anfangen? Das sind doch diese Fragen, ja, die den einen oder anderen jetzt bedrückt. Um das zu verstehen, möchte ich ein Beispiel nennen. Es gibt zwei Manevi-Krankheiten. Es gibt mehrere Manevi-Krankheiten. Manevi bedeutet spirituell, geistlich, seelisch gesehen, die uns auf unseren Herzen hängen oder uns belasten. Ja. Wir betiteln zwei nur heute Abend. Und wisst ihr, diese zwei sind Sachen wahrscheinlich oder Krankheiten, die wir vielleicht bis dato noch nie richtig betrachtet haben. Die eine ist mit unseren Wörtern keine Ernährung. Was bedeutet das denn? Was ist das denn für eine Krankheit? Keine Ernährung. Was bedeutet keine Ernährung? Ernährung für unser Iman. So wie eine Ibadet. Ibadet fehlt im Leben. Das Gebet fehlt im Leben. Koran fehlt im Leben. Denn das ist Licht, das ist Ernährung für die Seele. Ja? Das dich dazu bringen wird, überhaupt wieder Stabilität im Leben zu finden. Eine Perspektive zu haben in Bezug auf Jenseits. Wie sind wir im Leben, wenn wir keine Perspektive haben, weltlich betrachtet? Mann, ja? Saç sakal birbirine karışıyor. Ja? Im Türkischen sagen wir das. Ja? Dein Haar und dein Bart gehen ineinander rein, Subhanallah, wenn du keine Perspektive in deinem Leben hast, kein Ziel hast. Du weißt nicht, wohin vorne und hinten ist. Ja? Wo soll ich arbeiten? Was soll ich machen? Du bist durcheinander, keine Perspektive, keine Ziele. Was meinst du, wie wir aussehen in Bezug auf das Jenseits, wenn du keine Perspektive hast? Und Ibadet, das Gebet, ja, generell, schafft dir erstmal Perspektive, Ziele im Leben. Und wisst ihr, was noch wichtig ist? Die Ernährung ist unsere Sitzung habe. Wo ich jetzt gerade befinde, ist die Ernährung für unsere Seele. Das braucht unsere Seele. Diese Sitzungen brauchen wir. Bei Allah, wann habt ihr das letzte Mal, ja, oder überhaupt diese Thematik in eurem Leben gehört oder darüber gelesen oder vorgelesen bekommen? Wann? Gestern wahrscheinlich nicht. Vorgestern wahrscheinlich auch nicht. Ja, vor 3 Wochen wahrscheinlich auch nicht. Ja, vor 15 Jahren wahrscheinlich auch nicht.
Also benötigen wir Ernährung, Iman ders. Imanunterrichte sind wesentlich. Deswegen tut mein Herz weh, wenn einige Brüder von uns unten vor der Tür sind, sich eine rauchen oder am Telefonieren sind und nicht nach oben kommen. Weil das ist die Vorkehrung für das Jenseits. Das sind Momente, wo wir gedanklich uns aktivieren, neue Perspektiven, neue Ziele bekommen. Unsere Hayal, ja, unsere Vorstellung besser wird, Ulvi wird. Ulvi bedeutet erhaben wird. Wir als Hupan haben jetzt eine Ulvi Hayal, ja, die mit den Jungs, die wir hier Hizmet machen, eine erhabene Vision. Ein Muslim muss ein Visionär sein. Wir haben eine Vision. Wir wollen ein großes Gebäude Hupana machen, ein Jugendzentrum für uns alle, liebe Brüder. Diesen Wunsch, diese Vision haben wir. Aber wisst ihr, was unser Fehler ist? Und da habe ich mich selbst erwischt, als ich mich vorbereitet habe. Das war meine Vision und da war zu Ende. Und ich stoppe mit diesem Gebäude in meinem Kopf. Das ist die Vision, die ich verwirklichen will mit meinen Brüdern hier und dann ist vorbei. Wisst ihr, was dann vorbei wäre? Die Vorbereitung für Achiret für mich. Ja. Meine Gedankenwelt irgendwie wieder vernünftig, ja, eine Perspektive zu geben. Weil es ist so, hast du was erreicht, dein Ziel, brauchst du ein neues Ziel. Mit jeder Erschwernis kommt die Erleichterung. Richtig? Das haben wir gestern im Unterricht bei den Ablas betitelt. Ja? Mit jeder Erschwernis kommt die Erleichterung. Jeder von euch hat das gepostet. Ja? Auf WhatsApp, Story, Instagram. Ja? Richtig? Jeder kennt das. Mit jeder Erschwernis kommt die Erleichterung. Ja. Aber wisst ihr, was für einen Fehler wir machen? Wir schauen diese Ayat nicht weiter. Wisst ihr, für wen es die Erleichterung gibt? Für denjenigen, der, wenn er eine Arbeit abgeschlossen hat, sofort mit der nächsten beginnt. Das will Allah von uns. Wenn wir eine Arbeit begonnen haben, beendet haben, sofort mit einer neuen Sache beginnen. Also eine neue Vision, eine neue Hayal, eine neue Anstrengung haben. Für ihn gibt es die Erleichterung. Nicht für den, der Erschwernis bekommen hat und dann wartest du. Ja, wann kommt die Erleichterung? Allah sagt das doch im Koran. Und du machst nichts. Du hast keine Vision, du hast keine Bewegung, kein Ziel, keine Perspektive. Oder wie gesehen, in Bezug auf Jenseits, dann kannst du lange warten, lieber Bruder. Dann können wir lange warten, liebe Brüder. So ist das. Keine Lust auf sowas. Ja? Keine Lust auf Hubhane, keine Lust auf Sohbet, keine Lust auf Gebet, keine Lust, Koran zu lernen. Wisst ihr, woher das kommt? Wegen unseren Sünden, Abi. Wegen unseren Sünden. Aber wenn wir einmal erfahren, welche Gefahren uns erwarten wegen den Sünden, dann scheuen wir diese zu machen. Lest euch rein, hört hin. Es gibt unzählige Vorträge, unzählige Bücher geschrieben, was für Sünden, welche Qualen jemanden erwartet, wenn man XY-Sünde macht. Dann schützt man sich aber. Das ist die Vorbereitung für das Jenseits. Diese Unterrichte sind die Vorbereitung für das Jenseits. Und diese Unterrichte verdienen, gefüllt zu werden, aber. Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall. Und die zweite Manevi-Krankheit ist in unserem Leben, die wir haben, ist, habe ich eigentlich schon vorweggenommen, ist keine Wasife haben. Keine Hizmet haben, keine Perspektive, keine Vision haben. Du bist nirgendwo aktiv. Du bist irgendein random Muslim, ja, mit euren Wörtern, ja, irgendein random Muslim, der irgendwie unterwegs ist und denkt sich so, ja, heute Hupane und morgen wieder zu Hause. Aber das geht nicht. Ein Muslim sollte Hizmet machen. Ein Muslim sollte für die Menschen, ja, da sein, dienen. Ein Muslim sollte auch den Tieren dienen. Ein Muslim sollte auch der Natur dienen. Das sind unsere Aufgaben. Wenn wir die Sahabe betrachten, die haben das gemacht. Radiallahu anhum ajma'in. Sie haben so gehandelt, sie haben so gearbeitet. Ein Muslim muss Hizmet haben, muss eine Aufgabe, eine Wazife haben.
Geh in deine Moschee. Jeder beschwert sich, dass es in einer Moschee keine Genschlik gibt, richtig? Keine Jugend gibt. Was machst du denn? Warum machst du nichts? Warum bewegst du diese Moschee nicht? Darüber reden, lästern, ja, kann jeder. Aber aktiv zu werden, erfordert Iman, erfordert Verständnis, die Ideologie des Gesandten Allahs, alaihi salatu wasalam. Liebe Brüder, das ist eine Krankheit, die wir haben. Ja? Du kommst hierher und gehst wieder. Und dann? Morgen guckst du den ganzen Tag wieder Netflix. Ist das unser Islam? Sollte ein Muslim so sein? Nein, ein Muslim sollte aktiv in seiner Gedankenwelt sein. Ja? Was kann ich für den Islam machen? Zu welcher Gemeinde kann ich gehen, mich anschließen und mitwirken? Ein Muslim sollte solche Gedanken haben. Das sind Gedanken, die uns daran hindern, erfolgreich zu werden. Das sind Krankheiten, die uns hindern, erfolgreich zu werden. Und zu unserem letzten Text, und dann beenden wir. Der kürzeste Weg unter den allen genannten, ja, der kürzeste Weg, dieses Mittel zu finden, besteht darin, also was zu finden? Heilmittel. Besteht darin, den Vorhang deiner Gaflet, also deiner Gottvergessenheit, durch diese, deine äußerliche Krankheit zu zerreißen. Was bedeutet das? Also Bruder, wenn dich einmal Leid und Kummer oder Sorge oder bei dem anderen, hatte, komm, vielleicht treffe ich auf den Punkt genau, Liebeskummer, ja, hat, benutzt du das nicht als Wesile, irgendwie Ibo zu hören oder Muslim Gürses zu hören? Ja? Nein, du benutzt das als Wesile, ja, aufzuwachen, über das Jenseits zu denken und diese Sünde nicht wieder zu machen. Zurück zu Allah zu kehren, liebe Brüder. Damit ihr dahinter das Fenster deiner Schwäche und Hilflosigkeit gezeigt werde, durch das du die Macht und Barmherzigkeit des Allmächtigen in seiner Majestät kennenlernen wirst. Wisst ihr, warum Krankheit, Sorge und so zu uns kommt? Damit wir unsere eigene Schwäche, Hilfsbedürftigkeit erkennen. Damit Kibir gebrochen wird. Wer einen Hauch Kibir in sich hat, kommt nicht in Jannah rein. Richtig? Bei Allah, wenn du so Schüttelfrost hast, wer denkt an Hochmut, an Überheblichkeit? Allah hastanıkla kibri öldürüyor, subhanallah. Allah tötet mit der Krankheit unser Kibir, subhanallah. Meinst du dann, denkst du noch dich an deine Haare stylen, irgendwie Sonnenstudio zu gehen, wenn du krank bist? Gar nicht. Wenn du krank bist, erstmal fällt dir nur eine Sache ein, wie schwach du bist, hilfsbedürftig du bist. Ja? Anne, oh Frau, ja? Komm, mach mir Tee. Ne? Gibt es kein Ibuprofen? Verzweifelst du schon. Ja? Subhanallah, so sind wir. Aber das sind Einladungen, subhanallah. Diese Schwäche zu erkennen, darauf folgt, den wahren Mächtigen, die wahre Majestät kennenzulernen. Allah Jalla Jalaluhu. Also dient die Krankheit für Marifatullah, für die Erkenntnis deines Herrn. Jalla Jalaluhu, unseres Herrn. Also ist die Krankheit und solche Phasen in unserem Leben doch herzlich willkommen, oder nicht, liebe Brüder? Ja, wer Allah nicht kennt, lädt sich eine Welt voll Unglück auf seinen Haupt. Wer Allah kennt, dem ist die Welt von Licht und innerer Freude erfüllt. Er empfindet sie entsprechend dem Grad der Stärke seines Glaubens. Unter diesen innerer Freude der Genesung, dem Gespür, das aus dem Glauben erwächst, wird der Schmerz dieser winzig kleinen äußerlichen Krankheit weggeschmolzen und weggedrückt. Da gibt es doch die Menschen, die haben Angst, krank zu werden. Richtig? Ja. Wir kennen doch unsere Google Boys. Ja? Wenn sie krank werden, googeln sie sofort und da steht sofort Tumor oder Krebs. Ja? Das ist vorbei, Abi. Ja? Du sagst deinem Bruder, ich komme heute nicht raus, Abi. Ich habe, glaube ich, Krebs. Ich habe, glaube ich, Tumor. Ja? Geht nicht. Ja? Du bist schon in Depri-Phase. Ja? Aber für denjenigen, der an das Jenseits glaubt, der Allah kennengelernt hat, ist doch, auch falls es ihn treffen sollte, und möge Allah uns bewahren, aber falls es ihn treffen sollte,
doch die Einladung für ihn selbst, für sich, für das Jenseits. Für das ewige Leben, eine Wesele, dass all deine Sünden weggehen, falls du nicht klagst. Dementsprechend geht die Angst auch in Bezug auf diese Sache weg und du kannst diese wegdrücken von dir. Aber diese können nur Leute machen, die wahren Glauben haben. Imani billah, an Allah wahrhaftig glauben. Liebe Brüder, lasst uns inshallah diese Wörter mitnehmen nach Hause. An unsere Liebsten weitergeben. Ja. Noch einmal anhören, noch einmal hinhören, liebe Brüder. In unser Leben integrieren, liebe Brüder. Danke für eure Geduld. Möge Allah Jalla Jalalu davon profitieren lassen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Masalamat.